Gösser, ein Schweinsbratl, eine zünftige Musi und jede Menge Oldtimer. Das war der Urmelwirt Oldtimer Frühschoppen am Eurospar-Parkplatz in Kapfenberg. Ein typischer Frühschoppen heute, oder? Ja, perfekt. Wetter passt, Kleid passen, Haufen Oldtimer sind da, was gibt's noch Schöneres? Für den musikalischen Schwung sorgen die Bogierer Aubradler und, bemerkenswert, der Franz hat immer das Wetter gehört. Ja, es hat mal ein bisschen blöd ausgeschaut, es hat sogar mal ein bisschen hergenieselt, aber mittlerweile haben wir wieder teilweise blauen Himmel und Sonnenschein. Also was kann man sich Schöneres wünschen als Wetter ist? Dir gelingt es auch immer, dass die Besucher viele Oldtimer sehen können, die aus der Steiermark und darüber hinaus kommen. Ja, ich arbeite auch schon 16 Jahre dran. Und jetzt seit den letzten 5, 6 Jahren gibt es eigentlich immer einen Oldtimer Frühschoppen und jetzt wird eigentlich Oldtimer Auftakt genannt. Das heißt, dass das Frühlingserwachen für die Oldtimer wieder vorkommt. Veranstaltungen dieser Art sind ja nicht so einfach zu organisieren. Ja, es für nichts kommt auch nichts. Ich muss schon schauen, dass ich einmal eine gescheite Werbung mache und alles präsentiere. Und danke auch allen Sponsoren, dass man überhaupt so eine Veranstaltung organisieren kann. Gerhard, was macht diesen Frühschoppen so besonders? Dass man wieder alte Kollegen treffen kann, ein bisschen tratschen, was in der Pandemie angegangen ist. Wirklich zusammenstehen. Echte Schönheiten auf zwei Rädern, aber diese ist eine Rarität. Herwig, was ist das für ein Motorrad? Das ist ein Enfield 325 Diesel mit einem Einzylinder Dieselmotor. Was werden wir haben, so um die 5,75 PS vom Durchrechnen her. Ja, und macht eigentlich Spaß zum Fahren. Läuft immer. Sogar wintereinsatzfähig, also kein Problem. Das Baujahr 90, also noch nicht so alt, wie sie vielleicht ausschaut. Ist eine Baureihe 52 und ist Selbstimport aus Indien. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ja, im Grunde genommen ist ein Pontiac Firebird, Baujahr 1992, umbaut auf ein Kit-Replika. Und ja, ein paar Funktionen hat er mittlerweile auch. Also er kann ein bisschen reden und so einen Scanner kann er machen. Ich bin die Stimme des Mikroprozessors des Modells 2000 von Knight Industries, KITT für den einfachen Sprachgebrauch oder KIT, falls Sie das vorziehen. Ja, super ist das da. Gefällt mir, dass da so viele Oldtimer da sind. Man sieht wieder, dass jeder einen Wert drauf legt. Schaut wirklich was gleich, sind tolle Steckel. Gefällt mir. Ich kann mich nur mal anschließen an einen Kollegen Teschmann, der größte Oldtimer-Besitzer von Kindberg. Auch Persönlichkeiten sind hier anzutreffen. Reinhold Meierhofer, besser bekannt als Bart Reini, 2001 Bart-Weltmeister, ist auch ein Oldtimer-Freak. Birgit habe ich daheim, Oldtimer. Bucherl, BMW, Toyota, Mercedes und ein Opel. Das ist ein M50S, den habe ich jetzt da schon gekauft, also ein angekauft. Ja, Baujahr ist 1980. Erstmalig zugelassen war 1982. Ja. Und das Interesse für Oldtimer ist sehr vielseitig. Buttern dann mal. Ja, dann halt buttern. Das ist die Braut und der heiratet in 3 Wochen und das müssen wir feiern. Und jetzt haben wir euch mit dran da eine schnelle Runde. Der Wurmerl Oldtimer Auftakt hier am Eurospar-Parkplatz war ein voller Erfolg. Und 2022 stehen noch weitere Veranstaltungen auf dem Terminkalender. Als nächstes haben wir dann ein Sommerfest in Paschlug, was von Wirtshaus ausläuft. Und am 21. August kommt natürlich wieder das 16. Oldtimer-Treffen, sage ich mal, Treffpunkt mit der Oder-Markt und mit einer kleinen Ausfahrt auf die Festwiesen.